Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute wieder den Farming Simulator 2015 auf dem Map Niederlanden zusammen mit dem Toto. Hallo. So, und wir hatten uns ja in der letzten Folge hier diesen wunderschönen Hänger gekauft, den mit Überladefunktion. Den bringen wir jetzt erstmal zurück zum Hof. Den will ich nämlich benutzen, um das Saatgut zu lagern, weil ich immer leider noch nicht weiß, wo das gebeizte Saatgutlager ist. Aber nochmal eben zur kleinen Info. Für diese Map ist ein Update rausgekommen. Argus Tenias Tadem 18T. Gut, ich versuche mir, ich hatte ziemlich in den Folgen so gemerkt, ja, ey, Freezy, du machst ja Farming Simulator und hin und her. Geh doch mal ein bisschen professioneller an die Sache ran. Habe ich vor, ich gehe eure Wünsche natürlich nach, weil das Spiel mir auch selber sehr viel Spaß macht, will ich natürlich euch auch das Bestmögliche zeigen. Und das wird sich jetzt auch in den kommenden Folgen ändern. Ich werde mich, habe mich auch ein bisschen schlau gemacht. Jetzt fahre ich hier schon wieder falsch, das ist natürlich wieder wunderbar zum einen Eingang, wenn ich sage, ich will mich ändern. Ne, ich war gar nicht falsch, eigentlich nehme alles zurück, ich bin der Beste. So, oh, scheiße. Ich bin der Beste, verdammt gegen Baum. so, ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, wie gesagt, wird sich ändern, ich werde es mir auf jeden Fall zu Herzen nehmen, damit hier sowas wie jetzt hier nicht mehr passiert und dass ihr, ja, bessere Sachen dann halt erlebt. So, zurück zum Update. Für die Map kam ein kleines Update raus. Das haben wir zu spät mitbekommen, oder Toto? Zu spät, ne? Ja, wir haben es heute erst gesehen. Wir haben es heute erst gesehen. Das Update kam raus, wann? 27. glaube ich. Am 27. ja. Ist unser Fail. Das Update werden wir übers Wochenende, denke ich, aufziehen, ne Toto? Werdet ihr das Jawohl. Machen? Jawohl. Ja. Toto und Marco, meine Assistenten, werden es machen. Assistenten? Abgehoben. Nein, der Toto und der Marco, denke ich, werden das machen, wenn ich sie lieb drum bitte. Und ja, da müssen wir halt die Füllstände und so übernehmen, weil es dann natürlich auch, glaube ich, eine neue Map ist und alles Mögliche, oder? Vertue ich mich da jetzt? Das haben wir noch nicht rausgefunden, ob wir da die Füllstände übernehmen müssen. Das sehen wir. Deswegen machen wir das ja am Wochenende. Weil so kurz vor der Aufnahme wollten wir da nicht anfangen. Genau. Ja, und dann werden wir auf jeden Fall ab der nächsten, ab Montag, denke ich, mit der neuen Version starten. Das Montagsvideo mit dem neuen Update. So. Damit ihr da auch Bescheid wisst. Und ja, halt so Sachen. Gut. Ja, das gebeizte Saatgut ist aber echt ein bisschen langsam. Versuche ich das natürlich hier ein bisschen professionell hinzustellen. Ich will das so jetzt hier unter den Seedmaster stellen, dass ich hinten. So. Jetzt machen wir eben F1 drücken, Pickup senken. Das war, glaube ich, so das Rohr zusammenfahren. Zack. Dann war O-Rohr ausfahren. Warum geht das nicht? So, das Rohr S, das muss S sein. Nee, ne? Aber ich habe doch extra drauf geguckt, der Hänger konnte doch extra das gebeizte Saatgut laden. Haben wir schon. Ja. Deswegen haben wir den ja auch mit reingenommen. Ja, der kann. Guck mal eben bitte unter Garage. Ich meine wohl, dass er das laden kann, aber er tut es nicht. Moment. Ah, jetzt, er tut's. Ah, dann wahrscheinlich, weil ich die Plane zu hatte, ging es nicht. Alles klar. Ja gut, dann lädt er auch nicht. Ja, so. Fährt jetzt aber trotzdem das Rohr nicht aus. Ach, das war ja mit der Maus. Schon gut. So. Genau. Ich mal eben, wie viel wir denn schon an gebeiztes Saatgut jetzt haben. Ja. So wie es aussieht, hatten wir doch schon eine ganze Menge. Ich weiß nicht, was da reinpasst in den
den Seedmaster. Hier steht drin, dass hier nichts mehr drin wäre. Und lädt aber immer noch, oder Ja, was? der lädt das Ding voll, so wie das aussieht. Ne, hört jetzt auf, ist nur noch die Animation. Wir haben 6.200 Liter an gebeiztem Saatgut. Das ist ja schon mal prima. Jetzt, ja, jetzt will ich direkt, aber bevor wir das jetzt irgendwann testen, die Sämaschine steht bestimmt im Lager. Ja. Die werden wir noch mal eben rausholen. So. Da hinten haben wir sie doch stehen. In unserer wunderschönen Halle. War ich jetzt hier schön mit der New Holland rein. Und häng das Ding gleich mal an. Oh. So. Und dann gu Ach, das ist hier ist noch was drin. Egal. Ne, ist nicht egal. Ja gut, die kann ich aber schon mal rausfahren und hier hinstellen, weil wir müssen ja auch nachher wieder ansehen. Ich wollte jetzt aber noch eben kurz da hinten die Felder weitermachen. Hatte ich in der letzten Folge eigentlich noch ein Dingen gekauft? Ein Ding gekauft? Den Hänger, den, Den, ne, habe ich nicht. nee, hast nicht. So, setzen wir erstmal hinten wunderschön hier wieder dran. Ja, und dann hatte noch ein Zuschauer geschrieben, wir hatten uns doch bei der Mühle darüber unterhalten, dass da Paletten hin müssen. Wir Ja. haben ja aber gar keine Palettenproduktion. Ist in Stimmt's? dem nächsten Update. Ist im nächsten Update, Leute. Ja, ein Zuschauer hatte geschrieben, dass vielleicht es sein könnte, dass wir haben hier Paletten unter P und dann glaube ich Mods und dann diverses hat er geschrieben. Ja. Da hätten wir Paletten, dass wir die. Ne, das ist der Fliege DPW. Ne, die müssten gar nicht unter Mods sein, die müssten hier. Dann diverses, auch nicht. Fehlbare Objekte. Ja gut, wie gesagt, Ja. ist ja egal. Im nächsten Update ist die Holzfabrik dabei Okay. und da kann man Paletten herstellen, Holzscheitel und lauter Sachen. Ja, das ist ja schon mal nice. Also, im nächsten Update. So wie wir es auf den Bildern gesehen haben, weil Ach, gesehen haben. Beschreibungen gibt Beschreibung. es nicht viel. Glaube, die Beschreibung ist auch auf Holländisch, ne? Ja, irgendwas. 27 hatte ich ein. Nee, das war noch nicht fertig. Die 6, glaube ich, ne? Ne, 6 Körnermais. 7 ist noch ein Wachstum. Die 5, was ist denn 5? 5 wäre Gerste. Hatten wir jetzt Gerste eigentlich schon zur Mühle gebracht? Gerste hatten wir. Gerste hatten wir. Moment, lass mich mal. Ja. Nee, Gerste, meine ich, hatten wir noch nicht. Okay. Doch, die 59, die war Gerste. Die hast du auch schon zur Mühle gebracht. Ah, stimmt, ja. Ja. Jetzt so ist das auf jeden Fall, ja. Oben Feld 7 ist noch fertig. Feld 7, ich fahre jetzt gerade nach Feld 5. Feld 5 ist noch im Wachstum. Nee. Doch? Bei Stimmt. mir war das im Wachstum. Feld 7 7. aber, ne? 7, ja. 7 ist Gerste. Und Ja. Feld 2 ist nochmal Raps. Das ist auch fertig. Ja, gut. Jetzt aber erst noch 7 die Gerste da abernten. Ja. Damit wir das schon mal hinter uns haben. Joa. Wir sparen immer noch auf unseren Häcksler. Das ist ja gerade unser Ziel, den Häcksler zu holen, damit wir den Mais häckseln können und daraus dann, ja,
Hexe gut zu machen, daraus die Lage, diese Lage zu verkaufen, um dann noch mehr Geld zu bekommen, um uns halt so ein paar Dinger zu schreiben. Es wurde auch gesagt, wir sollten vielleicht mal bitte mit den Hühnern anfangen. Und ich denke, das hört sich auch. Ich habe gerade was entdeckt. Oh Leute, falls ihr es nicht wisst, ich tue ganz gerne hier Gewächshäuser und so einen Rotz machen. Wir haben hier ein Gewächshaus. Wup, 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 wup. Das ist ja geil. Ist das geil? Das ist geil. Das bekommt ein King-like. Was haben wir denn hier? Was ist denn hier angepflanzt? Oh, Saatgut, Diesel, Dünger, Wasser. Hier bekommen wir Tomaten. Tomatenpalette. Tomatenabfall gehäckselt. Ja, nice. Da sollten wir vielleicht auch mal hier was hinbringen. Wasser, Diesel. Ja, da müssten wir uns ein Fass kaufen, ne? Ja. Hier haben wir auch. Ach, guck mal, hier steht direkt ja alles. Nice. Das ist ja geil, oh. Also Gewächshäuser, sowas mache ich ganz gerne. Gewächshäuser und so, also Weinreben und sowas. Das ist immer geil, oh. Das macht mir Spaß. Da kann ich mich den ganzen Tag dran aufhalten. Ich war Toto. Natürlich. Natürlich, sagt er. Du machst dann nichts anderes. So, stelle ich den schönen Trecker hier erstmal hier hin. So, ausmachen in den Häcksler. Ach. Erntemaschine steigen. So. Scheiße, ich habe hier noch 2600 Liter Raps drin. Was machst du denn gerade, wenn ich fragen darf? Mähen. Mähen. Oh. Weil die Funke muss ja voll werden. Ja. Obwohl, nicht ganz voll. Nee. Weil da passen 1,2 Millionen rein. Ja, nee. Und die wollte ich nicht unbedingt mit Gras füllen. Die können wir nachher füllen, wenn wir den Häcksler haben. Ja. Wie viele Liter sind denn jetzt gerade in den, drin, in den, 128 oder 138.000 müssen drin sein. Okay. Irgend sowas um den Streich. Erreicht das dann nicht erstmal, wenn du da dein Feld da fertig hast, mit aufgesammelt und eingelagert hast? Ich denke mal nicht, dadurch, dass wir ja auf schwer spielen, wirst du nicht jetzt die Masse kriegen für Silage. Okay. Lass es vielleicht, dadurch, dass es nicht angezeigt wird, vielleicht 700, 800. Ja, okay. Sein. Okay, wie viel brauchen wir denn für den Häcksler? Ich guck mal eben. Du willst wahrscheinlich den gemoddeten haben, ne? Wo haben wir denn Erntemaschinen? Ihr wollt den John Deere haben, ne? Ja. Ja gut, der kostet ja nur 300.000. 286.000, um genau zu sein. Ja, Schneidwerk noch dabei. Ja gut. Schneidwerk. Aber nehmen wir wahrscheinlich das passende von John Deere, ne? Ja. Ach, ja. Muss auch unter Mods gucken, Freezy. So. Ja, oder gehen her. Das kostet ja nur 25.000, den könnten wir uns ja schon leisten. Ja, können wir dann übers Feld schieben. Ja, ich sag ja nur. Ja. Was kostet 298.000? Ja. Sagen wir 300.000. Sagen wir 300.000. 300.000, lass ich mal kurz was rechnen. Jetzt kommt der Taschenrechner raus. Jetzt werden hier die Liter durchgerechnet, meine Freunde. Ich scheiße, fehle 150.000. Ist klar. Aber das ist ja auch nicht. Warum? Was ist klar? Jetzt ernsthaft jetzt? Was? Nix. Ja, natürlich. Was natürlich? Die metrische verkaufen. Nein, das. Ich meine, ich meine, wenn wir das Gras, weil wenn du jetzt eingesammelt hast, das Gras, ja, in die Bunker, dann das Bunker verdichten, zumachen, gären lassen und dann verkaufen, ob wir uns dann nicht den Häcksler schon leisten können. Dann könnten wir uns eventuell schon leisten. Das meine ich doch. Und da wir ja sowieso einen neuen Mähdrescher haben wollen.
Ja. Dann wird er dann halt verkauft, der Mähdrescher, und dann mit dem Häcksel, mit der Silage, müsste es reichen eigentlich. Wenn nicht, Ja. wird noch irgendwas anderes verkauft. Ja. Verkaufen wir den ganzen Fuhrpark. Super, jetzt kann man Häcksel gut machen, haben wir nichts mehr zum Abfahren. Los, lass abfahren, wir haben keinen Trecker, verdammt. So, Mist. Wenn du mal eben Zeit hättest. Ja, wofür? Ach, schon gut, mach ich selber. Das Raps haben wir eingelagert, ne? Ja. Ja. Das haben wir eingelagert. So. Ach, verdammt, wir sind ja schon drüber. Gut, meine lieben Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir. Und ich sage, oh, ich wollte jetzt sagen, und schaut beim Toto vorbei. Aber Toto hat ja kein YouTube. So, und ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und wir sagen Tschüss und bis morgen. Tschüss.